Ich habe jetzt wieder ein Video gesehen auf YouTube, wie ich das wieder gesehen habe. Da erzählt doch einer, dass man nach dem Training kein Eiweiß braucht, sondern eher schön Brokkolisaft saufen soll. Aber das ist totaler Schwachsinn. Ich habe schon viel Scheiße gehört, aber... Ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, da hatten sie über die besten Bizeps im Profi-Bodybuilding. Und da warst du auch, ich glaube, auf Platz 3 oder sowas. Ja. Und beim längsten Penis sogar auf 1, ne? Und das soll auch schon was heißen. Ich kriege immer wieder die Frage, Markus, wie schwer soll ich denn trainieren? Die passende Antwort wäre, leichter wie ein Kraft-3-Kämpfer, aber auf jeden Fall schwerer wie so ein Natural-YouTuber. Ich glaube, dann macht er alles richtig. Markus Röhl. Servus Leute, servus Markus Röhl-Fans, servus liebe YouTuber. Es ist mal wieder soweit, wir machen mal wieder ein Training, also nicht nur Gelaber, sondern heute wird mal wieder ein bisschen Sport gemacht. Wie ihr schon seht, sind wir heute nicht im Fit und Fun, sondern wir sind heute mal im Extreme Fitness. Da trainiere ich auch ab und zu. Cooles Studio, wer mal in der Nähe von Funkstadt ist, gerne vorbeischauen. Da freuen sich die Besitzer. So, was machen wir? Bizep, Trizep im Supersatz. Es ist ja immer so, dass Arm eigentlich der Vorzeigemuskel eines jeden Bodybuilders oder Fitnessathleten ist. Wenn man immer, wenn man sagt, zeig deine Muskeln, wird jeder seinen Arm zeigen. Ich habe noch nie gesehen, dass einer die Hose runterzieht. Aber wäre auch mal interessant, sein Bein, ne? Oder? War noch nie. Wäre mal spannend, ne? In der Disco mal zeigt man deine Muskeln, dann zieht er die Hose runter und zeigt seinen Penis oder so. Aber deswegen machen wir heute Bizeps, Trizeps, Supersatz. Das ist die beste Methode, um den maximalen Pump in die Armmuskulatur zu kriegen. Und ich bringe es euch bei, wie es funktioniert. Ihr macht immer einen Satz Bizeps und ohne Pause geht sofort in der Trizeps rein. Jetzt schon. Wenn ihr so trainiert, wirklich wichtig ist, dass ihr zwei Übungen aussucht, die immer nah zusammen sind. Wir haben jetzt die Bizepsmaschine und die SZ-Curls mit dem Trizep. Nicht durchs halbe Studio laufen, sondern immer nah zusammen, bam, bam, den Satz hintereinander weg. Und dann kann der eine Minute, anderthalb Minuten Pause machen. Bei Supersätzen ist natürlich der Nachteil, dass ihr immer zwei Geräte gleichzeitig benutzt. Wenn natürlich jetzt Rush Hour ist im Studio, ihr kommt abends um 17 Uhr und das Ding ist randvoll, dann ist es halt schwer, das so zu trainieren, weil die Etikette verbietet sich dann, den anderen Mitgliedern die Geräte wegzunehmen. Wenn ihr aber mal die Chance habt, wirklich an den Tagen zu trainieren, wo weniger los ist, dann macht so ein Bizep, Trizep einen Supersatz, dann ist es perfekt. Der Ellenbogentöter. Also jeder ältere Bodybuilder wird dadurch oder durch die Übung einen riesen Bogen machen. Ne? Aua. Tut richtig weh. Der nächste Vorteil, wenn ihr Supersatz trainiert, ihr braucht nicht so Tonnen schwer zu machen. Schaut euch lieber oder nehmt euch das Gewicht, was ihr gut bewältigen könnt, um eine saubere Ausführung zu generieren. Supersatz geht ja darum, brutales Gewicht, saubere Ausführung, gute Isolation, einen guten Pump zu spüren. Schwer könnt ihr wieder machen, wenn ihr den Muskel dann einzeln trainiert. Zehner noch, ja. Zehner. Ja. Aufkommen.
Fibo-Diät? Ha? Die Fibo-Diät? Ja, das Wachstumshormon. Wachstumshormone und vor allem, lass mich kurz schnaufen. Was mir jetzt persönlich am Herzen liegt, ich habe jetzt wieder ein Video gesehen auf YouTube. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 46 und wirklich entspannt. Wenn du Vater einer Tochter bist, da bockt dich so vieles nicht mehr. Ne? Wenn ich das wieder gesehen habe, da erzählt doch einer, lustig im Auto, dass man nach dem Training kein Eiweiß braucht, sondern eher den Brokkolisaft saufen soll. Also totaler Schwachsinn. Also langsam, wie gesagt, hab ich schon viel Scheiße gehört, aber wir haben eine Lebensmittelindustrie, eine Supplementindustrie, wir haben Wissenschaftler und gerade die, die das erzählen, die gehen ja so mit der Wissenschaft. Es wird dann so erzählt, dass die Ernährung nicht wichtig wäre, sondern maximal 20% der körperlichen Entwicklung davon abhängig wäre, wie viel Eiweiß man nimmt oder ob man Eiweiß nimmt. Sondern der Trainingsplan machen 80% aus. Das sagt natürlich wieder nur das Loch, der so einen scheiß Plan verkaufen will. Sein Oberkörper, Unterkörper, Natural, was weiß ich, wie sich der Scheißdreck nennt. Alles gelogen. Die Oma hat schon zu mir gesagt, du bist, was du isst. Wenn du Scheiße frisst, wirst du halt Scheiße aussehen. Dann kannst du trainieren wie ein Berserker. Dann kannst du dreimal am Tag Oberkörper, Unterkörper trainieren, siehst du trotzdem aus wie eine Fotze. Essen, Protein ist essentiell. Die Proteinmenge. Man muss gar 500, 600 Gramm Eiweiß fressen, das ist Blödsinn. Da bin ich absolut bei euch. Aber es hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Zielsetzung, Muskelmasse, wie oft trainiere ich die Woche, welche Genetik, welcher Körpertyp bin ich. Aber zu sagen, dass Eiweiß nicht wichtig wäre, sie schimpfen doch immer, es wäre doch besser, immer alle 2 Tage den Muskel erneut zu trainieren. Oberkörper, Unterkörper, alle 3 Tage. Wir reden von Bioproteinsynthesen. Proteinsynthese. Und im gleichen Satz sage ich, dass Protein nicht wichtig wäre. Also ich glaube, der wird lieber mal einen Eiweißshake nehmen, damit die generelle Verbindung wieder vom Hirn in den Muskel funktioniert. Da sind die Synapsen, wo mit so viel Brokkoli vergiftet worden. Also fällt mir nichts mehr zu ein. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben, in meiner kleinen Pause zwischendrin. Und jetzt trinke ich meinen leckeren Eiweißshake. Während des Trainings, um Gottes Willen. Und er ist nicht aus Brokkolisaft. Was mir auch mal sehr am Herzen liegt, was ich oft in letzter Zeit gesehen habe, dass Leute 50% der Bewegung komplett vernachlässigen. Wo ist denn bitte schön die volle Bewegung, wenn ich die negative komplett schnell ablasse? Ja? Überhaupt nicht mehr dagegen arbeite, sondern das runterfallen lassen, dann wieder schnell hochzerren. Die Negativbewegung, die den Muskel auch natürlich wichtig sind für die Muskelentwicklung, für das Muskelvolumen. Warum werden die dann vernachlässigt? Man redet immer von 5x5 etc. Ich finde, eines der wichtigsten Faktoren, um stärker zu werden, ist die Negativbewegung, die zwar sauber und auch konzentriert auszuführen. Das, was ich eben gemacht habe, zum Schluss nochmal. Wenn es positiv nicht mehr geht, dann nutzt doch die Negativbewegung. Kämpf doch dagegen an, das Gewicht langsam und sauber abzulassen, um da wieder nochmal einen Reiz zu setzen. Das, was das alles mit mir machen wird, wenn ich es positiv nicht mehr schaffe, hilft mir der Partner ein bisschen hoch. Und ich probiere es trotzdem verfickt nochmal langsam, wie es geht, negativ abzulassen. Okay. Nächste Übung, jetzt am Seil. Ich bin eh so ein Seilfreund. Seil hat immer den Vorteil, dass du eine permanente Belastung hast. Und zwar eine permanente, gleichbleibende Belastung von Anfang bis Ende der Bewegung. Das heißt, für die komplette Range, Englisch, habe ich immer dasselbe Gewicht anliegen. Wenn du freies Gewicht machst, hast du immer das Problem, dass du
am Anfang wenig Belastung haben wirst, in der Mitte sau viel und zum Schluss wieder kaum. Gerade so beim Bizep oder Langhantel Curls wirst du es immer spüren. Deswegen ist so ein Seil auch immer essentiell, dass du es in dein Training einbaust. Wenn er die Bewegung macht, schaut bitte, ich sehe die ganz oft, dass die Leute nicht seitlich bleiben, sondern immer wieder das zu schwer machen und dann sieht es so aus. Ja? Achtet darauf, dass ihr den Arm immer in Kopfhöhe lasst, wie bei der Doppelbizep. Wenn wir Doppelbizep gemacht haben, habe ich auch nicht so gemacht, ja? Sondern habe den Arm aufgemacht. Und dasselbe ist bei der Übung auch. Dass ihr gerade bleibt, zum Ohr zieht, Streckung anziehen, ja? Falsche Variante, so, richtige Variante, Bizep arbeiten. Immer wieder falsch, weil es die Leute zu schwer machen. Wenn ihr das auf die Spitze treiben wollt, einfach in der vollen Kontraktion, und zwar in der Position, so 5 Sekunden halten. 5 Sekunden Muskelanspannung dabei und wieder in die Dehnung. Halten, nicht ganz strecken, immer so ein bisschen Spannung halten, anziehen und halten. Vier Sätze pro Bizep, pro Trizep, Übung beendet. Da braucht ihr auch nicht zu viel. Es geht doch nicht darum, brutales Gewicht zu kriegen, sondern einfach einen brutalen Pump im Arm zu spüren. Viele fragen, heißt Pumpzuwachs? Eigentlich nicht. Es gibt auch oft Bodybuilder, die haben gar nicht so einen dollen Pump. Und da gibt es wieder andere, die verrecken bald. Ich gehöre so zu der zweiten Kategorie. Ich krieg Druck in die Muskulatur, ich bald verplatzt. Ich muss jetzt auch nicht mehr am Arm an dem Ohr kratzen, so geht jetzt nicht mehr. Ist immer schön, wenn man sich so eine Behinderung antrainiert über die Jahre. Aber ich find's geil. So, noch einmal Trizep, einmal Bizep, dann kommt die letzte Übung. Ich habe letztens wieder gelesen, habe ich auch so eine Trizep-Übung gemacht, hat einer geschrieben, ja, der Rühl hat immer noch keinen Trizep. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, Sascha hat vorhin gesagt, der Trizep war in so meinen besten Zeiten nicht so schlecht. Also das stimmt auch, der war nicht verkehrt. War schon, ganz ehrlich, es gibt Fotos. Ja. Es gibt Fotos, da ist ja ein bisschen eine Trizep-Pose neben, von mir aus neben Ronny oder selbst neben Jay. Und Jay hat keinen schlechten Trizeps gehabt. Also so und da siehst du nicht schlecht aus. So abgestunken habe ich jetzt nicht, das stimmt schon. Ich meine, aber du musst halt riesen Schultern gehabt. Du musst halt natürlich eben sehen, mein scheiß Bizep war so hoch wie die Empire State Building. Ja. Da sehe ich einen Trizep, sieht natürlich dann winzig aus. Ich habe aber letztens einen Artikel gelesen, da hatten sie über die besten Bizeps. Die besten Bizeps im Profi-Bodybuilding. Und da warst du auch, ich glaube, auf Platz 3 oder sowas. Und beim längsten Penis sogar auf 1, ne? Und das soll auch schon was heißen.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt 46, trainiert seit 25 Jahren Bodybuilding. Aber man lernt nicht aus. Also diese Übung ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern es ist Sascha seine Übung. Die hat er mir gezeigt. Und da ich eh immer so ein bisschen bewegungsleckerstiniert bin, die kann man gut ausführen. Vor allem kannst du nicht so viel abfälschen. Ja? Aber auch da immer wieder, ich sag's euch, nicht zu schwer. Wir sind nicht beim Kraft-3-Kampf. Bodybuilding hat was mit Isolation und saubere Ausführung zu tun. Trotzdem mit Gewicht. Ne? Also wer noch beim Training so eine Scheiße ziehen kann wie ich jetzt, der trainiert so leicht. Ne? Markus Röhl.